Herzlich willkommen bei Martin Wittschardt. Das ist die Sendung, die Sie weiterbringt. Heute im Staatssaal in Wiel eine ganz besondere Persönlichkeit. Sie ist seit über 35 Jahren in der Hirnforschung tätig und ihre Auftritte, ihre Referate sind ganz speziell. Herzlich willkommen, Vera F. Birkenwil. Dankeschön. Frau Birkenwil, was hat Sie damals motiviert, das zu tun? Wie kamen Sie darauf, im Gehirn des Menschen herumzuforschen, zumindest von außen her? Naja, ich kam als jemand, der in der Schule Probleme hatte, zunächst einmal an die Thematik heran und habe mich dann in Amerika mit Memotechnik befasst, also 2500 Jahre alte Technik. Und bin dann drauf gekommen, dass die Gehirnforschung uns erklärt, warum Memotechnik funktioniert. Da kam ich auf die Gehirnforschung, dann bin ich da hängen geblieben und habe dann, was ich gehirngerecht nenne, Wege entwickelt, die wesentlich spannender sind als Memotechnik. Und das ist der heutige Stand. Sie haben eine ganze Reihe von Techniken entwickelt. Sie schreiben massenhaft Bücher, ich glaube mehrere pro Jahr, ist das so? Ja, manchmal, wenn mehrere Projekte gleichzeitig zum Tragen kommen, dann waren es jetzt in 14 Monaten 6 Bücher, aber davor war eine Weile nichts gewesen. Jetzt haben Sie ja, ich kann mich erinnern, damals vor 20 Jahren, wo ich so meine ersten Schritte gemacht habe, in dieser Seminarszene waren Sie schon bereits ein Star und alles hat hochgeschaut und alle vor Ehrfurcht, wenn Sie den Namen Birkenwil... Hochgeschaut, ich bin viel zu klein zum Hochschauen. Ja, trotzdem hochgeschaut. Ja, alle zu diesem Star hochgeschaut. Da war ja viel dazwischen. Also Sie kamen von Amerika zurück und Sie mussten erst mal Fuß fassen, sich bekannt machen. Wie ging das denn? Sie werden lachen. Ich habe in Amerika die ersten 2,5 Jahre auf einem sehr harten, wettbewerbsumkämpften Markt mich bewährt, bin dann zurückgekommen, als ich wusste, ich kann's, und habe hier jede Möglichkeit ergriffen, ob Volkshochschule, ob Bildungswerke der Wirtschaft, also nicht gut bezahlt, aber ein Seminar nach dem anderen, und habe so in circa 3 Jahren die Erfahrung bekommen, die ich sonst in 15 Jahren gehabt hätte, wenn ich nur gute Aufträge gemacht hätte. Und das war die Grundlage. Es gab ja damals noch nicht diese Seminarszene, wie es sie heute gibt. Die da haben waren wir ein paar wenige mit aufgebaut. Sie waren stark beteiligt daran. Auch mein Vater. Ihr Vater war bereits in diesem Geschäft tätig. War das eine Hilfe oder war das eine Bremse? Also wir haben uns beide 1970 selbstständig gemacht. Er hier und ich drüben. Und haben dann Tonbandbriefe ausgetauscht. Und haben uns gegenseitig sehr geholfen, sehr befruchtet. Als er sein erstes Management-Seminar hatte, da war er extrem nervös gewesen. Und dann hat er gesagt, nach 15 Minuten habe ich gemerkt, die hatten mehr Angst vor mir als ich vor ihnen. Und ich habe in Amerika 3 Wochen später die Möglichkeit gehabt, bei Monsanto ein Management-Seminar zu machen, das ich ohne seine Aussage nie gewagt hätte. Und so hat eins das andere ergeben. Also das war ganz toll. Also das Erfolgsgeheimnis ist auf der einen Seite fleißige Arbeit, wie Sie auch sagen. Was ist es noch? Naja, fleißige Arbeit. Schauen Sie, wenn Sie das mögen, was Sie tun, wenn Sie anfangen, Ihre Kernkompetenzen auszubauen, Ihre Talente zu entwickeln und dazu dann angefangen mit ABC-Listen, diese einfache Technik, regelmäßig zu arbeiten, und Sie merken, wie das wächst, wie das gedeiht, wie da immer mehr wird, weil Wissenskurven exponentiell sind, dann wird das so geil, verstehen Sie? Das ist High on Learning. Und dann macht es einfach Spaß. Und dann ist man nicht fleißig, weil man fleißig sein will, sondern wenn die Leute sagen, warum wollen Sie nicht in Urlaub fahren, sage ich, warum soll ich aufhören mit dem, was ich so toll finde? Kompetenzen entwickeln. Wann haben Sie es gemerkt, dass Ihnen das wirklich Spaß macht, dass es geil ist? Also bestimmt seit 75. Da hatte ich meine ersten, ja, knapp 15 Jahre der Eigenforschung hinter mir, und da war dieses Momentum entstanden, wobei man das heute viel schneller erreichen kann, wenn man die Dinge weiß, die ich damals eben noch nicht wusste. Jetzt sind es ja zwei Dinge. Auf der einen Seite ist ja Forschung, was Sie machen, wo Sie wahrscheinlich eher alleine sind, wenn Sie mit Ihrem Büromobil unterwegs sind. Nein, ein Büromobil hat mit Forschung nichts zu tun, das ist nur die Seminare. Okay, aber da sind Sie alleine eher und Sie lieben aber auch die Bühne, was offensichtlich ist, Sie genießen es auch. Mhm. Das ist ja kein Widerspruch. Ja, wie passt das zusammen? Das ist wie mit den Sprichwörtern, wo wir gespielt haben, Sprichwörter verschiedener Anfänge und Enden zusammenzusetzen. Es ist wahr, dass ich alleine sehr zufrieden bin. Es ist auch wahr, dass ich auf der Bühne sehr zufrieden bin. Aber ich gehe nicht auf Partys, so das allgemeine Soziale, Smalltalk und so, das mag ich nicht. Okay. Das langweilt mich. Was motiviert Sie denn heute noch? Sie haben so viel gemacht, Sie haben so viel getan, Sie sind für viele Trainer ein Vorbild. Was ist es heute noch, was Sie motiviert? Naja, ich bin ja schon halb pensioniert, wenn man so will, aber ich mache noch einen gewissen Teil, weil ich den Kontakt nicht verlieren will und weil ich, ja, ich habe eine missionarische Ader durchaus. Ich wollte als junger Mensch mal Diakonisse werden, nicht? Und jetzt bin ich halt auf andere Weise eine Betschwester geworden, die ihre Botschaft weitergibt. Was daran ist es, was Sie so reizt? Was mich reizt ist, wenn man, schauen Sie, wenn man die normale Schule nimmt, das normale Erziehungssystem,
Also wenn Sie sich vorstellen, jetzt für alle, die das jetzt nicht sehen können, ein Rechteck mit einer gestrichelten Figur, das waren Sie zum Zeitpunkt Ihrer Geburt, das war Ihr Potenzial, das Sie möglicherweise hätten entwickeln können, wenn, und dann wären Sie ein Homo sapiens geworden. Und dazwischen ist dann leider, haben wir rot hier, leider etwas gekommen, das nennen wir Erziehung, und so hat man sie normal gemacht, das hat man ihnen gestohlen, das ist normal. Und wenn wir jetzt sehen, wie wir mit diesen Techniken, die ich da seit Jahren entwickle, nicht wegen, sondern trotz Erziehung hier wieder Wachstum erzeugen, und zwar relativ schnell, weil ja Lernkurven exponentiell sind. Das heißt, wenn wir anfangen, in den steilen Bereich reinzukommen, dann geht es so rasant, das ist einfach begeisternd. Und da passiert was. Und das ist Wachstum. Das ist, ich bin Menschengärtner sozusagen. Also das heißt, unser Schulsystem ist nicht sehr hilfreich, oder? Nee, das ist gar nicht hilfreich. Zumindest Sie haben auch nicht in der Regelschule. Trotzschule lernen. Ja. Was müsste sich da ändern? Die Lehrer. Ein Drittel der Lehrer sind überhaupt nicht bereit, was zu ändern. Das heißt, die Eltern laufen gegen Mauern, wenn sie versuchen, irgendwas zu erreichen. Ein Drittel der Lehrer sitzt auf dem Zaun und sagt, wenn andere mir zeigen, wie es geht, ziehe ich vielleicht mit. Und ein Drittel ist bereit, was zu ändern. Und wenn dieses eine Drittel anfängt, was zu ändern, und dieses zweite Drittel anfängt, mitzuziehen, dann werden die anderen so nach dem Motto, die Nullen gehen dann weg und die anderen bleiben an der Schule. Und da passiert eine ganze Menge zurzeit. Jetzt ist auf der einen Seite die Lehrer, auf der anderen Seite ist es auch das System. Ja, in dem die Lehrer ja gefangen sind. Darum heißt ja mein neues Buch Trotzdem Lehren. Denn die Lehrer sind einerseits die Täter und die Schüler sind die Opfer, aber die Lehrer sind auch die Opfer des Systems. Ist es auch nicht ein ganz schwieriger Job, Lehrer zu sein, weil von allen Seiten her es alle besser wissen, die Eltern reden rein, die Schulpflege redet rein, Politiker reden rein. Ist es nicht auch die Möglichkeit, dass jemand mal ausklingt und sagt, ach, lass mich doch in Ruhe? Jein. Es hat immer einzelne Lehrer gegeben, auch in unserer Kindheit, die gezeigt haben, dass es geht. Und wir haben jetzt ein Pilotprojekt, wo verschiedene Lehrer, Deutschland, Österreich, Schweiz, seit einigen Monaten, seit über einem Jahr, an diesen Techniken arbeiten, die weiterentwickeln. Und dann kommen die Lehrer kommen dann ins Meeting und erzählen uns mit leuchtenden Augen, von den leuchtenden Augen der Schüler, wenn sie mit ABC-Listen arbeiten. Da haben wir zum Beispiel junge Leute, die den qualifizierten Hauptschulabschluss nicht schaffen, die also als nicht lernfähig gelten, die keine Lehrstelle bekommen. Und die werden betreut von einer Dame in unserem Team. Okay? Und dann fangen die mit ABC-Listen an, dann sagen sie, so ein Scheiß beim ersten Mal. Und dann gehen die 3 Tage später mit stolz geschwellter Brust raus, weil sie begreifen, was sie alles wissen. Die sind hin und weg. Und wenn solche Dinge passieren, dann sind die Lehrer so glücklich, weil die hatten ja mal einen Traum. Und dann können sie anfangen, wieder das zu tun, was sie eigentlich wollten. Und dann passieren tolle Dinge. Aber das ist eine unheimliche Minderheit. Also ich denke ja, etwa 80% der Lehrer sind lernresistent. Nein. Ein Drittel ist total lernresistent, definitiv. Und ein Drittel wartet ab. Und wenn das letzte Drittel was tut, zieht das zweite Drittel mit. Also die Chancen sind nicht so schlecht. Das ist auch eine exponentielle Kurve in einer Schule. Wenn da was anfängt, sich zu bewegen, dann kann es passieren. Also es besteht Hoffnung. Ja, kennen Sie Reinhard Kahl? Nein. Ein deutscher Videojournalist, hat hervorragende Videos gedreht. Und jetzt vor kurzem kam von ihm raus, Treibhäuser der Zukunft, eine DVD. Treibhäuser der Zukunft, phänomenal. Und da zeigt er, wie deutsche Schulen das schon machen, was die PISA-Sieger umsetzen, Finnland und so weiter. Das ist bereits passiert und das macht Mut. Was ist denn da konkreter Unterschied? Also zum Beispiel, ich habe vorhin im Vortrag gesagt, wenn alle Schüler zum selben Zeitpunkt, im selben Tempo dasselbe Thema lernen sollen, das geht nicht. Also eine ganz läppische Kleinigkeit ist, dass Schüler themenbezogen arbeiten können. Das heißt, Sie haben in einer Woche einen Wochenplan und dann müssen Sie jetzt, sagen wir mal, 20 Multiplikationsaufgaben machen und ein bisschen rechtschreiben, dies und das, aber Sie können sich selber einteilen, wann Sie das tun. Und indem Sie eine Wahl bekommen, das ist jetzt Perkins 3, Strategie wählen, wir haben eine Wahl, indem Sie eine Wahl bekommen, können Sie mehr dem Moment, wo es jetzt gerade eben in den Kram passt, das tun, haben dann viel bessere Aussichten auf Erfolg. Oder zum Beispiel hier in der Schweiz ist doch was passiert. Man hat doch im letzten Jahr in einigen Oberschulen aus Geldmangel 3 Fächer nicht unterrichtet. Die Schüler mussten sich selber unterrichten. Ich nehme an, Sie haben das gelesen und mitbekommen, nicht weitgehend so. Und da haben die Schüler ja furchtbare Angst gehabt am Anfang. Jetzt sagen die meisten, sie wollen gar nicht zurück in normalen Unterricht. Ganz wenige sagen, Gott sei Dank fängt der Unterricht wieder an. Das heißt, an den teuren Privatschulen lernen die Schüler auch, sich selber zu unterweisen.
sich selber zu belehren. Und indem ich lerne, autonom zu werden, macht es Spaß. Und dann wird der Lehrer Coach. Und das fängt an zu passieren. Und das ist unglaublich, was dann passiert. Also es ist ein toller Weg, auf den wir da zugehen. Dieses alleine unterrichten, kriegen da die Lehrer nicht Existenzängste, weil sie sich dann überflüssig fühlen? Nein, die Rolle der Lehrer muss sich ja ändern, schauen Sie. Früher haben die Lehrer ja diesen Industriestil da gelernt. Also die Schule war einerseits, hat sie die Wurzeln im Militär und andererseits hat sie die Wurzeln in der Industriegesellschaft, also die Schulfabriken von Toffler. Und jetzt kommen wir aber in eine neue Phase. Wir kommen ins Wissenszeitalter, Information oder Wissenszeitalter. Das heißt, wir brauchen Kopfarbeiter. Und die Schule muss zwei Dinge tun in der Zukunft. Erstens muss sie den Schülern beibringen, wie man lernt, wie man autonom lernt. Zweitens muss sie Projekte fahren, die über Wochen laufen. Denn in der Arbeitswelt verfolge ich ja auch eine Idee über längere Zeit. Und wenn die Schule das macht, dann ist sie auch der soziale Integrator für die Kinder aus Kernfamilien, die im Grunde gar nicht mehr wissen, wie man miteinander lebt, weil die kleine Familie zu wenige Vorbilder bietet. Das wird die Rolle der Schule sein in der Zukunft, nicht mehr pauken. Wie definieren Sie den Unterschied zwischen Wissen und Lernen? Lernen ist der Akt, in dem ich mir etwas aneigne. Das muss ein Ereignis sein. Bei einem Ereignis eigne ich mir was an. Und am Ende kommt dann bei raus, was wir Wissen nennen. Wissen ist interpretierte Daten. Also wenn ich nur nackte Daten habe, sagen die noch nichts. Aber wenn ich ihnen einen Sinn geben kann, dann ist es interpretiert worden durch mich und dann ist es Wissen. Kommt jetzt Wissen vor dem Lernen oder nachher? Beides. Ich muss eine gewisse Wissensbasis haben. Und ich gebe Ihnen ein tolles Beispiel. Nachrichten bringen ja selten bemerkenswerte, berichtenswerte Neuigkeiten. Nachrichten bringen also brennende Lagerhallen, Autobahnunglücke, Zugunglücke, Kidnappings, alle Sachen, die brauche ich nicht wissen. Wenn die Nachrichten mal wieder zeigen, dass bei Nebel die Leute zu schnell gefahren sind, das ist völlig unwesentlich und das ist kein Wissen, richtig? Wenn die Nachrichten aber mal erklären würden, warum die Leute bei Nebel alle zu schnell fahren, dann würden sie daraus eine Weisheit entnehmen können. Und dann wäre das Wissen. Falls Sie es wissen wollen, sage ich es Ihnen auch noch. Ja, bitte. Also wir schätzen Geschwindigkeit ein durch das Tempo, mit dem etwas an uns vorüberläuft. Drum sind die Tunnel so gefährlich, wenn die falsch bemalt sind. Okay? Und im Nebel fährt nichts an uns vorbei. Dadurch versagt unser Gefühl, ich ahne, wie schnell ich bin. Wir haben das Gefühl, wir fahren 30 und wir fahren 90. Wenn ich das weiß, wenn ich das Wissen habe, dann kann ich lernen, bei Nebel die Augen auf dem Tacho zu halten. Okay? Jetzt hast du es wissen. Gut. Gehen wir nochmal zurück in die Schule. Da tut sich was, das ist sehr, sehr schön zu hören. Woher kommt der Druck, dass sich da was verändert? Kommt auch von der Politik her ein Druck? Ist es die PISA-Studie? Hat die was gebracht? Hat die Druck gemacht? Also in Deutschland sind die Politiker ja zu 60-70% ehemalige Lehrer. Das erklärt unsere Problematik. Okay, gehen wir mal weiter. Was passiert denn jetzt mit diesen Lehrern, auch wenn es nur ein Drittel sind, die lernresistent sind? Was machen wir denn mit denen? Die werden langsam rausgedrängt, wie in jeder Firma die unfähigen Leute rausgedrückt werden. Aber die sind ja gewerkschaftlich organisiert, die versuchen ihren Stuhl festzuhalten. Sie werden lachen, das kümmert mich überhaupt nicht. Denn wenn der Druck derer, die dann endlich sehen, wie es geht, wenn der größer wird, dann ist der Schauen Sie, in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber in Deutschland, lassen sich 92% aller Lehrer 2 bis 10 Jahre zu früh permanent krank schreiben oder vorzeitig pensionieren, weil sie den Stress nicht aushalten. Wenn Schüler der Schule entfliehen, werden sie mit der Polizei zurückgebracht, wohlgemerkt nicht. Das heißt, die Lehrkräfte, dieses Drittel, die lassen sich dann vorzeitig krank schreiben, das kennen wir ja, und dann kommen sie seitlich raus, ohne dass da das eine politische Agenda wird. Okay, schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Jetzt haben Sie viel geleistet, Sie haben viele Bücher geschrieben. Wie viele sind Sie insgesamt? Ach, ich schreibe sie nur, ich zähle sie nicht. Aber es sind weit über 2 Millionen, die Sie verkauft haben? Ja, aber ich habe nicht 2 Millionen Bücher geschrieben. Ja. Ja, Sie haben ja auch ein bisschen Zeit. Was sind die nächsten Ziele, die Sie verfolgen? Also ich möchte eine Akademie im Internet aufbauen
wo wir was ganz Raffiniertes machen, zum Beispiel gehirngerechtes Medizinstudium und solche Geschichten. Da arbeite ich dann mit Fachleuten zusammen. Ich verhandle gerade mit einem Schweizer Arzt möglicherweise. Und das Spannende wird sein, Sie können bei dieser Sache bezahlen, Sie können aber auch leisten. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen ABC-Listen haben zu einem Thema, dann können Sie 20 reingeben, dann kriegen Sie die nächste Lektion oder Sie bezahlen, eins von beiden. Und auf die Weise kriegen wir eine Menge Material rein von den Leuten, die mitarbeiten. Und die, die sagen, ja, ich kaufe das lieber, die zahlen halt ein bisschen mehr. Und so können die anderen sich das erleisten. Also so in die Richtung soll das gehen. Wie schätzen Sie denn das ein, Internet und Lernen? Welchen Anteil wird das bekommen? Ja, da bin ich jetzt schon seit langer Zeit dran. Also es wird für jeden, der bereit ist, sich selber zu belehren, wird es eine phänomenale Quelle sein, wenn dann endlich gute gehirngerechte Programme da sind. Wir hatten in der Vergangenheit ja lauter PAUK-Programme für Mathematik und für Sprachen und so weiter. Die werden dann langsam outgefaced und dann kommen echte Sachen, die eine echte Interaktion ermöglichen. Und da ist eben jetzt langsam die Technik, das ist eine Breitbandtechnik, Breitbandproblem gewesen. Und ich glaube, es wird langsam preiswert genug, dass man halt wirklich gute Sachen dann machen kann. Aber Grundlage ist ja die Motivation. Ich brauche ja Motiv zu lernen. Ist diese Motivation da? Oder nein, das ist ein Märchen. Das ist ein Märchen. Wenn Sie sich auseinandersetzen mit etwas, dann können Sie gar nicht umhin zu lernen. Ah, jetzt verstehe ich, was hier passiert. Schauen Sie, wenn Sie eine Tätigkeit, ob das jetzt Wurzelziehen ist oder Klavierspiel nehmen, dann sollten im ersten Viertel, sollte es lustig sein, spielerisch, Kuschelpädagogik, was Sie alles wollen, und da sollte Lernen incidental passieren. Und ein Incident ist also ein Ereignis, bei dem wir uns was aneignen, aber auch ein Unfall oder ein Zufall. Beispiel, Sie gehen in ein Shoppingcenter nicht, um es zu lernen. Sie gehen, um zu shoppen, um die Bowling Alley zu benutzen und so weiter. Aber am Ende haben Sie das Shoppingcenter ziemlich gut gelernt. In der Schule würden Sie es intentional lernen müssen, also die Pläne auswendig lernen. Und in dem ersten Teil muss es spielerisch sein. Und wenn das da ist, dann können wir langsam ein bisschen ernster werden. Und hier oben ist die Meisterklasse. Das heißt, je weiter wir raufkommen, desto eher ist das, was Schule macht, okay. Aber am Anfang nicht. Und da kann Internet und all diese Möglichkeiten können den Einstieg erleichtern, den die Schule so schwer macht. Aber wie motiviere ich jetzt jemanden, Französisch zu lernen, ja, wenn er keine Lust drauf hat? Ja, also wenn wir incidental beginnen, dann kommt die Motivation, weil es Spaß macht. Zum Beispiel, wir gehen in das Shoppingcenter, weil das einfach toll ist, sich da aufzuhalten. Also es muss ein Impuls sein von außen? Nein. Ich muss den Menschen der Situation aussetzen. Also ich nehme sie mit ins Shoppingcenter und wenn ihnen das gefällt, dann werden sie das nächste Mal alleine hingehen. Also sie müssen es kennenlernen, dass es das gibt. Und wenn ich sie in eine lustige französische Situation reinnehme, wo es ihnen Spaß macht, mitzuspielen, dann wollen sie freiwillig weiterspielen. Und wenn sie Spielkameraden haben, die Französisch sprechen, dann sind sie motiviert, mit denen sich zu unterhalten und dann passieren die Dinge. Und in der Schule wird das ja eigentlich verhindert. Also ich muss rangeführt werden? Ja, ich würde sagen ausgesetzt. Also ich muss dem ausgesetzt sein. Es muss mich einfach umgeben. Und ich muss mich darin aufhalten können. Das heißt nicht unbedingt, dass jemand mir eine erste Lektion verpasst. Und so wird es immer aufgefasst. Okay, sehr schön. Also es scheint wirklich Hoffnung zu geben, unbedingt, dass sich da vieles unbedingt verändert. Das ist wirklich sehr erfreulich. Wie heißt Ihr nächstes Buch und was sind Sie gerade dran? Das nächste sind DVDs, kommen jetzt in ein paar Wochen raus. Das ist der erste Schritt nachher auch, um nachher im Internet das zu tun? Ja, Teile davon werden wir wahrscheinlich dann modular später einsetzen. Das ist dann ein Teil DVD-Videoeinspielung und dann mit Anleitung konkret? Es sind noch zwei Bücher schon fertig geschrieben, abgegeben, die kommen aber im Herbst erst raus. Das eine ist Service, Wirken, Will und Service. Und das andere ist Jungen und Mädchen und wie sie lernen, weil die ganz unterschiedlich lernen, weil ja auch Männer und Frauen völlig unterschiedlich sind. Aha. Das ist ja ein wichtiges Thema bei mir. Service und Schule? Nein. Meine Bücher haben nicht alle mit Schule zu tun, Gottes Willen. Gottes Willen. Das wäre etwas einseitig. Schön. Vielen Dank, Frau Birkenbiel, für das Gespräch. Danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.